So, willkommen zu Part 36. Wir starten jetzt, oder wir fangen jetzt damit an, in den letzten Dungeon zu gehen. Der, wie wir von einer Wache erfahren haben, oder sie hat uns zumindest nur gesagt, dass in dem Schloss jetzt auf einmal Monster aufgetaucht sind. Und da werden wir natürlich gleich mal nachgucken. Und jetzt wissen wir, wie das ging. So. Mann, sind die. Oh, der hat mich ja jetzt gesehen. Das war ja unfair. Na los, dreh dich um. Kotzt mich an, Schwein. Du bist schuld. An allem. Du bist schuld, dass die Monster hier sind. Arsch. Okay. Ist aber nicht ganz ausgefliest hier. Wir sind nur an einigen Stellen Boden, Kacheln. Komischerweise wachsen genau da die Pflanzen drauf. Ach Kacke, der hat mich auch von oben gesehen. Hä, wie soll ich denn das jetzt machen? Ich weiß gar nicht, wie ich es sonst immer gemacht habe. Ich meine, ich könnte hier als Minischlank, aber ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie vergrößern kann. Irgendwo. Mann, ist der behindert. Hä? Oh, ich war um die Ecke. Das war gemein. Hahaha, ich stirb an meinem Blitzen. Das bemerkt er natürlich wieder nicht. Aber wenn so hinter einer grünen Ecke ein ganz kleines Stück grüne Kleidung rausguckt, dann... Ey, halt, nö, nee, hier, also du nicht, nee, das ist hier nur VIP-Bereich. So, jetzt aber. Können wir hier nochmal gucken, was hier noch so schönes drin war. Feen. Nehmen wir natürlich auch mal zwei mit. Weil ich jetzt hoffe, dass sie wieder da sind. Genau. Nein! Das wollte ich ja gar nicht. Jetzt aber. Okay. Hier sind wir richtig. Oh mein Gott, was wird uns im Schloss erwarten? Die Monster, sie haben es besetzt. Schloss Hyrule sieht alles ganz normal aus. Okay. Ganz schnell hier reingehen, nicht dass uns irgendjemand hier folgt. Okay, tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Die Tür ist natürlich wieder zu. Ich weiß gar nicht, können wir die jetzt wieder aufmachen? Okay, ich kann sie wieder aufmachen. Aber wir werden jetzt erstmal das Fragment übertragen. Das Element. Ich habe schon viel zu viele Fragmente vereint. Und die Macht aller vier Elemente strömt nun auf das Schwert. Und sie vereinigen sich nun im Schwert der vier. Der schleudert einen Lichtblitz, der löst die Wand auf und auch die Wand dahinter.
Vielleicht führt uns diese Tür zum Forst. Und damit auch zu Fa'ati. Nanu, dieses Bild aus Glas? Es scheint auf den Ort hinzuweisen, an dem sich das Forst befindet. Nein, das Spiel startet von vorne. Nein. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Immer noch komisches Deutsch. Stiegen bin ich vom Himmel herab, um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Ich irgendwie alles von Anfang. Hat sich nichts geändert. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Oh, es geht weiter. Das goldene Licht, Force, weilt lange bei der Prinzessin von Hyrule. So war das, nicht wahr? Du bist so unglaublich naiv. Hey, da steht naiv an der Decke. Oh, du hast recht. Oh, du hast meine Lunge geklaut. Nein. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich hierher. Ach ja, da wurde er ergriffen. Ich brauche euch nicht mehr. Zack. Und da erscheint Fa'ati. Ha, ich hab's nicht idiotischerweise wieder mit dem Schild abgedrückt. Jetzt weiß ich, wo das Force verborgen ist. Skamp, wach auf, Skamp! Dieser Fa'ati. Das ist schön, es sind immer die Worte hervorgehoben, die wichtig sind. Hat sich in den König verwandelt, um das Force zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder erschaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, ruht das Force in Zelda. Oh mein Gott, dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Force zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeil dich, Skamp, wir müssen Fa'ati hier aufhalten. Hey! Angriff! Ich hab Angst! Ich will da nicht raus! Warum ich? Warum kann ich die Mütze alleine gehen? Intensives Rolltraining. Oh mein Gott. Alle sind versteinert. Ich muss das Schwert benutzen, um den Fluch zu brechen. Hey, danke, dass du, ja, Fa'ati, schrecklich böse Monster. Nein! Und da haben wir den Minister befreit. Und zack. Dunkles Schloss Hyrule. Okay, erst links. Na, was willst du, Fettsack? Du hast Schloss Hyrule grün gemacht. Eigentlich mag ich grün. Aber es wirkt alles so traurig. Okay, hier ist eine Tür, aber das ist eine böse Tür. Wow. Okay. Boomerang. Hallo. Und hallo. Du bist eine falsche Tür? Ja, bist du. Es hassen mich sogar die Türen schon. Zack. Boom. Und was schalten wir hier frei? Einen Raum, wo wir uns verminischen können. Verminischen? Das habe ich noch nie gesagt. Da ich einfach mal schon weiß, wo es lang geht.
damit wir einfach durch diese rote und blaue Tür durchrennen können. Ich gehe jetzt mal hier runter. Wenn wir jetzt nämlich normal lang gelaufen, hätten wir bloß wieder gewusst, dass wir da unten lang müssen. Okay, wir sind wahrscheinlich im Kerker und öffnen jetzt erstmal alle Türen. Und da hinten steht der König. Der König von Hyrule. Versteinert. Als Zimmerdeko. Jetzt hast du mich verraten, ich mach seine Deko kaputt. Oh, danke, du hast mich befreit hier. Danke, ja, bitte, bitte, schnell. Kleiner Schlüssel erhalten. Hey, hey, hey. Okay. Nein! Jetzt kann ich mir mit Schwert zuschlagen. Wie lange hält das an? Lalalala. La la la, jetzt ist es weg. Ja, wichtig ist, dass ihr euch hier nicht. Dass ihr euch mit ganz vorne ranstellt, sonst drückt ihr einfach nur die Lichtkameraden da rein. Zack. Und die Tür geht auf. Die erste im letzten Dungeon. Oh mein Gott, das war jetzt so kompliziert. Dich hat's auch zerlegt. Und deinem Strahl bin ich ausgewichen. Oh, Würmer. Beide kaputt. Und Kompass. Nee, Dungeon-Karte. Mann! Nicht mal im letzten Dungeon schaffe ich's richtig. Oh, jetzt könnten wir zum Beispiel wieder raus aus Schloss Hyrule, aber da wir ja alles vorher gemacht haben, können wir gleich drinnen bleiben. Oh mein Gott. Ich kann ja so schnell die ganzen Sachen aufgestellt haben. Zwei Schlägen töte ich euch jetzt schon. Das ist ja schön. Magier. Wow, Kacke. Die schießen auf mich. Zack. Eins, zwei. Haha, kaputt. Todesgrabschein. Oh, Kacke. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, toll. Erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Ich muss probieren, alle Flächen rot zu machen. Dürfte aber nicht auf irgendwelche Flächen zweimal treten. Nein. Dreck. Ach so rum. Aha. Und da haben wir es auch schon geschafft. Na komm schon. Aua. Okay, Glücksfragment erhalten und... Oh mein Gott. Das erinnert mich an den... An diese Grabkammer von dem König. Ah, scheiße. Okay, bis gleich.